Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum DigiPad-Spezial Asthma. Was hilft bei welcher Asthmaform? Mein Name ist Harald Jose von Mein Allergieportal und ich werde Sie durch dieses Programm begleiten. Unterstützt wird dieser DigiPad wieder vom Ärzteverband Deutscher Allergologen, dem ADA, dem ich an dieser Stelle für die gute Kooperation ganz herzlich danke. Ein besonderer Dank gilt auch den beiden Rahmensponsoren GlaxoSmithKline, GSK und Sanofi, die diesen DigiPad möglich machen. GSK bietet Ihnen Informationen zu Asthma unter anderem mit Aeronauten, der Atemwege-Podcast-Show von GSK an und auch einen weiteren Beitrag zum Thema schweres eosinophiles Asthma. Bei Sanofi finden Sie Informationen zum Thema Asthma unter der Asthma-Aktivisten-Initiative www.asthma-aktivisten.de. Wir stellen Ihnen jetzt im Laufe dieses Webinars die Links zu diesen Webseiten und zu diesen Materialien im Chat zur Verfügung. Sie können sie sich dann dort runterladen und diese Informationen nutzen. Die technische Betreuung des Webinars liegt wieder in den bewährten Händen von Michael Weidbrecht von Service. Auch dafür mein Dank. Das Webinar wird wie immer aufgezeichnet und in einigen Tagen auf YouTube veröffentlicht. So, und jetzt ganz wichtig, unsere Referenten. Unsere Referenten heute Morgen sind Herr Dr. Med. Justus de Seeuw. Dr. de Seeuw ist Facharzt für Innere Medizin, Schwerpunkt Pneumologie, Schlafmedizin und Rehabilitationswesen in Köln. Und Herr Professor Dr. Med. Christian Taube. Herr Professor Taube ist Direktor der Klinik für Pneumologie, Universitätsmedizin Essen, Roland-Klinik, Westdeutsches Lungenzentrum, ein Universitätsklinikum Essen. GmbH. Herzlich willkommen an beide Referenten. Ja, und damit steigen wir schon ein. Herr Dr. de Seeuw, ich würde Sie bitten zu übernehmen. Herr Taube und ich schalten sich weg. Ganz herzlichen Dank und schönen guten Morgen. Ja, mein erster Vortrag lautet schweres eosinophiles Asthma. Was heißt das und welche Therapieoptionen sind vorhanden? Ich gehe noch mal so ganz an die Grundlagen, weil das auch für Ärzte durchaus eine Herausforderung ist. Es herrscht oft ein dichotomes Weltbild. Links die Pollen, wer Allergien hat, hat Asthma. Rechts das Rauchen, wer raucht, hat COPD. Und oft kriegt man dann so einen Stempel aufgedrückt, wann man mal geraucht hat oder noch raucht, dass es eine COPD ist. Und das gebe ich Ihnen als erste Botschaft mit, wenn Sie gleich bei dem, was ich sage, denken, na ja, das ist vielleicht gar nicht COPD, das ist vielleicht Asthma, das ich habe, dann ist das durchaus noch mal ein Hinweis wert an Ihre behandelnden Ärzte. Das kann auch für Bekannte, für den Bekanntenkreis gelten, dass jemand die Diagnose COPD hat und man fragt noch mal nach und stellt fest, sag mal, was du da so sagst, ich bin gar nicht sicher, ob das eine COPD ist. Was wollen wir denn wissen? Wir wollen wissen, ob jemand den Beginn seiner Erkrankung scharf beschreiben kann. Mit scharf beschreiben ist gemeint, in der Regel kann man den Monat und das Jahr benennen, wann das losgegangen ist. Also wenn einer zu mir kommt, ein Mensch mit 70 Jahren und sagt, ich habe seit letztem Jahr Oktober Schwierigkeiten mit der Luft, da hatte ich einen Infekt und seitdem geht das nicht mehr weg, dann spricht das für Asthma. Denn die COPD, die fängt ganz langsam an. Da können die Betroffenen gar nicht so genau sagen, wann es losging. Dann frage ich nach, wie ist es, wenn sie husten? Und wenn jemand sagt, das ist ganz schlimm, das sind so Hustenattacken, Hustenanfälle. Da gibt es auch so Begriffe wie Stickhusten oder das geht fast bis zum Erbrechen. Dann ist das ein belastender Husten und der passt zu Asthma. Menschen, die sagen, wenn ich abhusten kann, dann geht es mir besser. Freihusten, diese Begriffe, die so einen entlastenden Husten charakterisieren, da denke ich dann an COPD. Nachts ist ganz wichtig, wer nachts aufwacht wegen Atemwegsbeschwerden, wegen Luftnot, wegen Geräuschen beim Atmen, wegen Husten, das ist schon fast beweisend für Asthma. Also wer nach einem Atemwegsinfekt wochenlang noch abends oder nachts Husten hat und deswegen nicht schlafen kann, der sollte zu seiner Ärztin, zu seinem Arzt gehen und sagen, hören Sie mal, es könnte sein, dass da ein Asthma bei mir entstanden ist. Menschen mit COPD sagen eher, wenn ich zur Ruhe komme, geht's mir besser. Die schlafen also durch. Wenn die nachts mal Atembeschwerden haben, in der Regel, weil sie aufstehen und zur Toilette gehen, die wachen nicht davon auf. Und die letzte Frage, die ich in der Regel stelle, ist,
Wie ist es, wenn Sie Cortison-Tabletten bekommen? Und Sie wissen, das Wort Cortison ist bei vielen Menschen mit negativen Begriffen assoziiert. Das heißt, wer mir sagt Cortison, da geht's mir wunderbar, da fühle ich mich wie neu geboren. Mit Cortison ist alles weg. Wer also eine positive Beziehung zum Cortison hat, spricht sehr stark für Asthma. Also Menschen, die das so als damit ist eigentlich alles gut erleben, da sollte man auf jeden Fall an Asthma denken. Warum lohnt sich das überhaupt, diese Fragen zu stellen und das zu unterscheiden? Weil die Therapie bei der Erkrankung vollständig unterschiedlich aussieht. Sie sehen das hier mal ganz schematisch dargestellt. Wir haben drei verschiedene Arzneimittelgruppen, die man inhalieren kann. Das sind die inhalativen Cortisonpräparate, ICS abgekürzt ganz links. Das sind atemwegserweiternde Präparate, einmal die Beta-Agonisten, abgekürzt LABA, und die Anticholinergika, abgekürzt LAMA. Können Sie sich ganz grob vorstellen, der Beta-Agonist macht die Tür auf und das Anticholinergikum sorgt dafür, dass sie nicht wieder zugeht. Das ist praktisch der Türstopper. Und die beiden zusammen sind halt doppelt so gut wirksam wie nur eins alleine. Und wenn ich an Asthma denke, dann geht's auf der linken Seite los. Das heißt, es ist immer eine entzündungshemmende Therapie. Dem Asthma liegt eine Entzündung zugrunde und die spricht so gut auf Cortison an, dass das inhalative Cortison immer die Basis der Therapie darstellt. Dazu kann man dann atemwegserweiternd behandeln. Das heißt, es geht dann weiter nach rechts mit einem atemwegserweiterten Wirkstoff, dem LABA. Die Kombinationspräparate sind typischerweise eine Asthmatherapie, also Cortison und Atemwegserweiterung, klassische Asthmatherapie. Und wenn das nicht reicht, nimmt man noch eine dritte Komponente zur inhalativen Therapie dazu, das sind dann die LAMA. Warum ist das so entscheidend, dass man diese verschiedenen Schritte kennt? Weil der Mensch so ist, wie er ist. Sie sehen hier eine Dame, die geht mit ihrem Hund im Siegerland spazieren. Sie sehen da raureif, kalte Witterung. Normalerweise geht sie immer links hoch, leicht bergauf. Heute merkt sie halt, weil es so ein bisschen enger wird in der Brust, weil sie auch schon so husten muss von der kalten Luft. Ach, vielleicht gehe ich besser rechts lang, das ist nicht so anstrengend. Und das machen wir ganz, ganz oft, dass wir unsere Erkrankung nehmen als Grund, unseren Alltag anzupassen, anstatt die Therapie so zu ändern, dass der Alltag so gelebt werden kann, wie er soll. Das ist mir heute Morgen ein wirklich wichtiges Anliegen, dass Menschen mit Asthma sehen, ich habe einen Anspruch darauf, alle Alltagsaktivitäten durchführen zu können, nachts gut zu schlafen und tagsüber beschwerdefrei zu sein. Und die Therapie muss das ermöglichen und nicht umgekehrt. Das kann ich ja nicht mehr, ich weiß ja, dass ich das nicht schaffe, das mache ich dann nicht mehr, sondern man soll die Therapie an den Menschen anpassen. Heißt auch, wenn wir Menschen behandeln, die an Asthma leiden, dann müssen wir fragen, wie ist es denn gerade mit der sogenannten Asthma-Kontrolle? Also wie gut geht es Ihnen denn gerade? Und das heißt, wir fragen ganz konkret nach, haben Sie wegen des Asthmas aktuell Schlafprobleme? Haben Sie tagsüber Asthmasymptome? Oder gibt es Dinge, die Sie nicht tun können wegen des Asthmas? Wenn ich dreimal ein Nein höre, also nachts schläft man gut, tagsüber keine Beschwerden und alles möglich, dann reden wir von kontrolliertem Asthma. Man kann die Therapie so lassen, wie sie ist, oder sogar reduzieren. Gibt es ein Jahr, das heißt, an einem Aspekt merkt jemand schon, naja, am Tag habe ich ab und zu mal Beschwerden, aber ich schlafe gut und ich kann noch alles machen. Dann sprechen wir vom teilweise kontrollierten Asthma. Da kann man die Therapie beibehalten oder intensivieren. Und wenn ich zwei oder dreimal ein Jahr höre, nachts Beschwerden und am Tag Beschwerden und es gibt Dinge, die kann ich nicht tun, dann ist es auf jeden Fall richtig, die Therapie anzupassen und zu eskalieren. Also das Ausnutzen dieser Möglichkeiten ist ein ganz wichtiger Baustein in der Asthmatherapie, dass man eben weiß, ich habe ja Sachen, die ich noch oben drauf setzen kann. Umgekehrt ist es genauso erlaubt, auch die Therapie zu reduzieren, wenn Beschwerdefreiheit da ist. Nun erlebe ich das durchaus in der Praxis, dass Menschen sagen, ich habe doch mein Salbutamol-Spray und das nehme ich eben und wenn es mir schlecht geht, nehme ich es eben häufiger. Und ehrlicherweise höre ich das gerade, wenn es um die Behandlung von Kindern und Jugendlichen geht. Die sind ganz oft ausschließlich mit so einem blauen Pümpchen ausgestattet, mit einem Salbutamol-Spray, und dann sagt die Mutter, naja, wenn es ganz schlimm wird, nimmt er halt für ein paar Tage Cortisonpräparate. Und das möchte ich Ihnen mal an einem Bild veranschaulichen, was das eigentlich bedeutet, was da passiert.
Wenn das Asthma symptomatisch wird, wenn man also Beschwerden hat vom Asthma, heißt das, die Entzündung des Asthmas flammt gerade auf, die wird schlimmer. Das ist so, wie wenn beim Auto der Tank leer ist, das fährt nicht mehr. Der Wagen bleibt liegen mit leerem Tank. Was macht jetzt Salbutamol? Salbutamol kann nichts daran ändern, dass diese Entzündung beim Asthma gerade aus dem Ruder läuft. Das hat überhaupt keinen Einfluss aufs Entzündungsgeschehen. Salbutamol macht ganz kurz für ungefähr 2 Stunden die Atemwege weit. Das heißt, man merkt ganz kurz nicht mehr so schlimm die Asthma-Beschwerden, aber das Grundproblem besteht die ganze Zeit ungebremst weiter. Und in diesem Bild ist das so, als würden Sie jemanden finden, der Ihren Wagen anschiebt. Ja, dann rollt das Auto wieder. Ja, klar, dann kann ich auch damit mich fortbewegen. Aber Sie wissen selber, niemand wird Sie morgens zur Arbeit schieben, niemand wird Sie abends nach Hause schieben. Das Grundproblem, der leere Tank, ist nämlich nach wie vor vorhanden. Und so ist das mit Salbutamol bei Asthma. Das kann nix. Das kann nur für 10 Meter den Wagen anschieben, aber mehr kann das nicht und schon gar nicht tanken. Und wenn man jetzt sagt, naja, wissen Sie was, dann nehme ich halt ein paar Tage Cortison-Tabletten. Das wäre so, als hätten Sie Ihr Auto da am Straßenrand stehen mit leerem Tank und dann rufen Sie einen Tankwagen, der dahinter steht und sagen, komm mal vorbei und kipp bitte alles, was du in deinem Tank hast, über meinen Wagen. Ein bisschen von dem Benzin wird ja dann bei mir im Tank landen und dann kann ich wieder fahren. Also Sie merken schon, eine katastrophale Idee, Riesensauerei auf der Straße für ein klein bisschen Benzin, was dann auch im Tank des Autos landet. Und so ist das mit Cortisontabletten bei Asthma. Ja klar, danach ist es besser, aber ich habe einen unglaublichen Schaden erzeugt. Ich habe die Knochendichte herabgesetzt, ich habe die Haut kaputt gemacht, ich habe die Nebenniere geschädigt, ich habe die Augen trüb gemacht und, und. Also man kann auf keinen Fall sagen, das ist doch eine gute Option, wenn ich Cortison nehme, geht es mir besser. Das Cortison ist für uns heute nur ein Zeichen, dass diese Entzündung, die da besteht, auf Cortison anspricht, aber wir behandeln sie anders. Wir behandeln sie mit Präparaten, die praktisch nebenwirkungsfrei sind. Dafür gehen wir auf die Suche. Wir schauen nach, gibt es Allergien? Kann ich irgendeinen Auslöser finden, an dem ich arbeiten kann? Mit einer Hyposensibilisierung, also die Allergie wirklich abschwächen, oder mit einem Präparat, was ganz gezielt auf das Immunglobulin E wirkt. Das E steht für Erythembilden. Man hat es also erkannt, als es Ausschlag erzeugt hat. Und das wäre also eine Therapie, die gerade beim allergischen Asthma funktioniert. Wirkstoffe, die das IgE im menschlichen Blut abfangen. Oder wir schauen nach, wie ist es mit dem NO? NO ist ein Gas, Stickoxid. NO steht für Stickoxid in der chemischen Abkürzung. Und wenn ich das in der Atemluft finde, die Dame hier hat gerade in ein Gerät gepustet, das dieses Gas detektieren kann in der Atemluft, dann kann ich ganz spezifisch Wirkstoffe einsetzen, die gegen diesen Mechanismus, gegen Interleukin 13 und Interleukin 4 wirken. Das sind genau die, oder Interleukin 11 und 4, die dieses Pheno anzeigt. Und ich kann mir natürlich auch angucken, wie sieht's denn aus im Blut? Sind Entzündungszellen da, die ein ganz charakteristisches Entzündungsmuster erzeugen, nämlich die eosinophilen Granulozyten? Und Sie sehen hier die Schleimhaut der Atemwege. Oben ist praktisch der Innenteil des Atemwegs und dann kommen die Schichten. Und das Rote, diese rot markierten Zellen, die nehmen einen Farbstoff auf, der heißt Eosin, der ist rot. Eos ist griechisch für die Morgenröte, ein roter Farbstoff. Und dieses Eosin mögen diese Zellen. Und im Griechischen ist derjenige, der etwas mag, der Freund, der Philos. Und deswegen heißen die eosinophil, weil sie eben diesen roten Farbstoff sehr gut annehmen. Wenn wir diese Zellen finden, wissen wir, dass Interleukin 5 eine große Rolle spielt im Entzündungsmuster und wir können ganz spezifisch diesen Entzündungsprozess beeinflussen. Die Eosinophile machen einiges im Körper, nicht nur Asthma, sie machen auch Gefäßentzündungen, sie machen auch Speiseröhrenentzündungen, gerade wenn jemand sagt, es bleibt immer so hängen, ich habe das Gefühl, das rutscht nicht richtig runter. Das ist so ein klassischer Hinweis für eine eosinophile Ösophagitis. Die Haut kann betroffen sein. Es gibt bestimmte allergische Erkrankungen in den Atemwegen, die ABPA, die allergische bronchopulmonale Aspergillose, wo also Menschen Husten entwickeln als Spättyp der Allergie bei Aspergillenexposition. Sie sehen schon, da gibt es eine ganze Reihe von Erkrankungen und die Wirkstoffe, die sich gegen die Eosinophilen richten, haben auch bei vielen dieser Erkrankungen einen sehr, sehr starken Effekt. Wenn ich Menschen mit dieser modernen Therapie behandle, das sind die sogenannten Biologika, dann erlebe ich etwas,
was ich viele Jahre in der Praxis so nicht erlebt habe, denn in der Regel weiß man, den Leuten geht es mal besser, mal schlechter und man begleitet sie so durchs Jahr. Und bei diesen Präparaten fallen Sätze wie Wunderspritze, ich führe ein neues Leben, es ging mir seit Jahren nicht mehr so gut. Also das sind wirklich bahnbrechende Entwicklungen der Asthmatherapie. Man muss eines wissen, wir reden bei einer Asthmatherapie normalerweise von Kosten, Pi mal Daumen, 1,20 Euro bis 3 Euro pro Tag. Das ist das, was das Gesundheitssystem investiert in die Asthmatherapie. Wenn wir über diese Präparate reden, reden wir aber von Kosten, die sich so im Bereich von 1200 bis 1800 Euro im Monat bewegen. Bedeutet, ich muss auch wirklich sehr sorgfältig dokumentieren, warum ich welches Präparat überhaupt gegeben habe. Das geht aber sehr einfach. Ich muss nochmal schauen, die Anamnese, also die Krankenvorgeschichte, wann hat die Krankheit angefangen, gibt es Allergien, denken Sie an das IgE. Ich muss die Biomarkerexpression anschauen, das ist das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Finde ich IgE, finde ich Pheno, dieses Ding mit der Atemluft, finde ich Eosinophile im Blut. Dann muss ich mir angucken, gibt es andere Erkrankungen, die auf bestimmte Mechanismen hinweisen, also eben auf die Allergie zum Beispiel oder auf die Eosinophilen. Und ist es von Vorteil, bestimmte Dosierungsintervalle zu haben? Es gibt Präparate, die werden alle 2 Wochen gegeben. Es gibt Präparate, die werden ganz einfach einmal in 4 Wochen gegeben. Und es gibt Präparate, die werden alle 8 Wochen gegeben. Und das kann ich mir anschauen, was passt hier gut. Macht jemand das zu Hause selber? Kommt er in die Praxis? Diese Überlegungen spielen auch eine Rolle. Letztendlich muss ich, um diese Therapie finanzieren zu können, die Symptome erfassen, um zu zeigen, die Vortherapie, die schon sehr viel beinhaltet hat und die auch regelmäßig angewendet wurde, hat nicht den gewünschten Effekt gehabt. Das heißt, wir haben eskaliert und trotzdem ist der Mensch, den ich behandle, nicht beschwerdefrei. Er kann nicht ruhig schlafen. Er hat tagsüber Asthmasymptome. Er ist in Aktivitäten eingeschränkt. Ich muss Rauchfreiheit dokumentieren, denn bei einer solchen Therapie in dem Preisrahmen muss man sich klar machen, wenn man nicht erstmal probiert, welchen Einfluss hat denn die Rauchfreiheit auf das Asthma, denn oft führt die auch zu dramatischen Verbesserungen, dann kann man nicht guten Gewissens diesen nächsten Schritt gehen. Und ich muss mir anschauen, wie sieht die Lungenfunktion aus, wie sind die Lungenlaborwerte, ändert sich was im Verlauf, um auch zu dokumentieren, was denn der Therapieeffekt ist. Und das Wichtigste, das steht ganz unten, Verlauf unter Therapie heißt insbesondere, ich dokumentiere, was Sie mir berichten. Und wenn Sie mir sagen, das Medikament ändert wirklich alles bei mir, ich bin beschwerdefrei durchs Frühjahr gekommen, ich habe lange nicht mehr so ruhig geschlafen, dann ist es auch sein Geld wert. Nicht vergessen möchte ich, dass neben den Medikamenten beim Asthma auch die Rehabilitation eine Rolle spielt. Das heißt, Sie können neben der Rauchfreiheit und den Impfungen auch über Rehabilitation das Befinden von Menschen mit Asthma hervorragend positiv beeinflussen. Biologika, inhalative Therapie, Reha, Rauchfreiheit, Impfungen, dann haben Sie den ganzen Blumenstrauß der heute verfügbaren Asthmatherapie. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Seo, für diesen spannenden Vortrag. Sie wissen, Sie können Ihre Fragen jetzt stellen. Sie haben in Ihrem Steuerbord unten, es gibt schon jede Menge Klatschhände, aber stellen Sie erstmal bitte Ihre Fragen. Sie haben hier F und A, das steht für Fragen und Antworten. Da können Sie Ihre Fragen kurz eintippen. Es sind schon einige eingegangen. Ich fange mal an. Sie hatten ja dieses Bild mit der Dame im kalten Winter, die auf diesen mit ihrem Hund spazieren geht und diese 2 Wege findet. Da kommt dann gleich eine Frage dazu. Was hilft bei durch Kälte Temperaturen unter 15 Grad ausgelöstem Asthma bzw. Entzündung? Also zum einen ist das auch ein ganz normales Asthma. Ne? Asthma kann durch Allergien ausgelöst werden, Asthma kann durch körperliche Anstrengung ausgelöst werden, Asthma kann durch Kälte ausgelöst werden. Und wir unterscheiden das dann einfach, indem wir sagen, spezifische Reize, das wäre die Allergie. Ich kann also genau sagen, diese Birkenpollen lösen eine Entzündung aus, und unspezifische Reize, das kann zum Beispiel einfach Kälte sein. Helfen tut die gleiche Therapie, die man eben auch beim allergischen Asthma verwendet, denn es ist am Ende des Tages doch immer eine Entzündung, die die Empfindlichkeit der Atemwege hervorruft und diese Entzündung behandle ich entzündungshemmend. Also diese klassischen Kombinationspräparate mit einem inhalativen Cortison und einem Beta-Agonisten, die kann man auch als Bedarfstherapie einsetzen. Ich nenne mal ein paar Namen, Symbicort, Foster, Bufori, Duoresp,
Was fällt mir noch ein? Also alles Flutiform, das sind alles Präparate, die Formoterol und ein Cortisonpräparat enthalten und die kann man eben auch bei Bedarf einsetzen. Konkret, wenn ich in der kalten Jahreszeit vor die Tür gehe, eine halbe Stunde vorher solch ein Präparat verwenden. Gut, nächste Frage. Der IgE-Wert ist erhöht, Rast 0, unauffällig. Wie macht man da weiter? Man muss für diese IgE-Therapie eine ganzjährige Allergie nachweisen. Das heißt, wenn der Rast unauffällig ist, auf alles, was man so ganzjährig haben kann, wir reden da von Hausstaubmilben, von Tierhaaren, von Schimmelpilzen, dann haben wir mit diesem Präparat tatsächlich keine Zulassung. Also das heißt, ich muss nachweisen, dass jemand das ganze Jahr auf irgendetwas allergisch reagiert, wenn es um die spezifische Therapie gegen IgE geht. Zum Glück sind aber einige der anderen Biologika in der Lage, auch diese erhöhten IgE-Spiegel abzufangen. Ganz konkret zum Beispiel das Mepolizumab, das kann auch bei erhöhtem IgE wirken, oder das Tezepelumab, das hat Daten, dass auch beim erhöhten IgE eine Wirkung da ist. Sie ist ja nicht so spezifisch wie bei dem Omalizumab, aber sie funktionieren auch. Dann gibt es gleich zu den Biologika-Therapien. Ich kann die beiden Fragen kombinieren. Also zum einen, welche Ärzte führen die durch? Und zum zweiten, welche Nebenwirkungen gibt es denn? Also die Ärzte, die durchführen, sind typischerweise niedergelassene Pneumologen hier in Westdeutschland und Pneumologinnen. Es ist aber von Region zu Region etwas unterschiedlich. Ich sage das mal ganz bewusst, denn als Beispiel, wenn Sie in der Nähe von Rostock leben, dann wird es die Uniklinik Rostock sein. Marek Lomatsch macht da häufig die Biologikatherapie und bekommt aus dem ganzen Land die Patienten geschickt. Man macht das am Ende ja zu Hause. Das sind in der Regel Pens, die man sich einfach in den Bauch spritzt. Das dauert ungefähr 5 Sekunden, so wie Menschen auch schon mal Insulin gespritzt haben oder Heparin. Das ist also ein unglaublich einfaches Verfahren. Ich sage meinen Patienten immer, das ist sogar arztsicher. Ja, das mache ich ja. Und das macht man selber zu Hause. Eingeleitet wird es typischerweise von Lungenfachärzten, auch an großen Zentren. Also beispielsweise Professor Taube in Essen hat auch eine Ambulanz für so etwas. Das heißt, entweder beim niedergelassenen Lungenfacharzt, bei der Lungenfachärztin oder in einer Klinik, die eine Spezialambulanz für Asthma hat. Genau, Professor Taube hören wir ja gleich und er wird vielleicht auch noch mal was dazu sagen. Die nächste Frage ist, gibt es eine Allergieform, zum Beispiel lokal in der Lunge, die sich nicht über erhöhte IgE-Werte bemerkbar macht? Ja, man muss bei der Allergiediagnostik sagen, das ist generell nicht so ganz trivial. Das bedeutet, ich kann nicht immer Befunde und Symptome zur Deckung bringen. Letztendlich heißt das, die Selbstbeobachtung, das, was man selber wahrnimmt, ist in der Regel richtig. Also konkretes Beispiel, Leute haben einen Hund, beschwerdefrei, es geht ihnen wunderbar, alles ist in Ordnung, machen Allergietest, Hundeepithelien sind oder Hundehaare, Hundespeichel ist positiv. Trotzdem haben die keine Allergie gegen Hunde, die haben da nur eine Sensibilisierung. Umgekehrt, Menschen sagen, ich habe einen Freund, der hat eine Katze, ich gehe in die Wohnung, nach einer Viertelstunde muss ich da raus, ich komme aus dem Husten nicht raus, die Augen tränen, die Nase juckt, ich schaffe das nicht. Test auf Katze negativ. Trotzdem hat er eine Katzenallergie. Das heißt, es ist wirklich so die Kunst, aus diesen verschiedenen Befunden und der Anamnese, also der Symptomatik, die Erkrankung rauszufischen. Und ich kann Ihnen da nur sagen, es ist wirklich vor allem Ihre eigene Beobachtung, die zählt. Also wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich glaube, ich bin gegen irgendwas allergisch, können Sie das mal testen? So klappt das nie. Ich kann nicht 2000 Allergene testen, um zu gucken, ob da was bei ist. Denn der Test kann falsch positiv sein. Also er zeigt etwas, obwohl da gar keine Allergie ist. Und er kann falsch negativ sein. Die Frage adressiert ein wichtiges Dilemma. Okay, es sind eine Reihe von Fragen noch da. Wir müssten uns ein bisschen in Antworten. Ich glaube, zu den Nebenwirkungen, das hatte ich noch gar nicht beantwortet, ne? Bitte, die Nebenwirkungen, ne? Also bei den Nebenwirkungen, ganz einfach gesagt, in der Regel gar keine. Deswegen ist es ja die Alternative zu den Cortisontabletten, weil es so super gut verträgliche Präparate sind. Die sind teilweise für Kinder ab 6 Jahren schon zugelassen, die meisten für Kinder ab 12. Also Sie merken schon, eine sehr sichere Therapie. Ein Präparat kann zu einer erhöhten eosinophilen Zahl führen. Das heißt, es lohnt sich dann doch im Blutbild nochmal zu gucken, was machen diese Eosinophilen. Meist muss es trotzdem deswegen nicht abgesetzt werden. Aber das ist so die einzige Sache, auf die man mal guckt. Wie ist das Blutbild im Verlauf? Da scheint es jetzt eine Frage aus dem Kollegenbereich zu geben. Gibt es eine Liste der Medikamente und einen sortierten Fragenkatalog, den man schrittweise für die Diagnostik haben kann?
Also es gibt in der Leitlinie, in der fachärztlichen Leitlinie für das Asthma gibt es tatsächlich eine Liste, wo man sagen kann, welcher Wirkstoff wird denn so bei welcher dominierenden Symptomatik oder bei welchen dominierenden Befunden eingesetzt. Ganz grob beim IgE das Omalizumab, beim Pheno das Dupilumab, beim IL-5 das Mepolizumab oder das Benralizumab. Das sind so die vier heute verfügbaren. Das Tezepelumab hat Daten, dass es bei allen Parametern funktioniert und auch wenn die alle nicht so hoch sind. Also man hat auch so ein Präparat, was man dann universell einsetzen kann. Aber es heißt am Ende, wir gehen auf die Suche nach Allergien, nach dem Phenowert in der Ausatemluft, nach den Eosinophilen und dann sind es die Faktoren, die ich genannt habe. Erkrankungsschwere, Dosierintervall, Komorbiditäten, die dann für, zur Auswahl des Präparates führen. Dann gibt es zum Thema Kinder zwei Fragen, die ich auch kombiniere. Die eine ist eine globale Frage: Wie erkenne ich Asthma beim Kind? Was mache ich beim ersten Asthmaanfall? Und dann eine spezielle: Kann man die von Ihnen beschriebene Diagnostik und kortisonfreie Therapie bereits bei vierjährigen Kindern anwenden? Also, ich fange mal mit der letzten Frage an. Zulassung in der Regel erst ab 6 Jahren, die meisten Präparate sogar erst ab 12. Also, vierjährige Kinder wird man mit einem Biologikum nicht behandeln können. Dann die Frage, wie erkenne ich Asthma beim Kind? Also, der Klassiker ist Husten und vor allem der nächtliche Husten. Also, wenn Sie Ihr Kind nachts im Bett husten hören, dann ist das pathognomonisch für so ein Entzündungsmuster des Asthmas. Aber man nennt es nicht unbedingt sofort Asthma. Warum ist das so? Weil die Kinder ja eine winzige Lunge haben mit winzig kleinen Atemwegen. Und es gibt ganz viele Fälle, wo sich das mit der Vergrößerung, mit dem Wachstum der Lunge widerlegt, diese Symptomatik. Und dann hat das Kind schlichtweg kein Asthma. Man hätte ihm also diesen Stempel aufgedrückt und am Ende ist mit dem Heranwachsen das Krankheitsbild einfach verschwunden. Wie man so im Volksmund sagt, das wächst sich aus, ist dann wirklich wahr. Bei Kindern der nächtliche Husten klassisch, auch Husten nach Anstrengung. Das Kind rennt auf dem Spielplatz, das Kind rennt beim Schulsport und hat danach Hustenattacken, hat danach Engegefühl auf der Brust. Auch das sind typische Hinweise auf Asthma. Die Therapie ist im Grunde so wie bei Erwachsenen. Das heißt, wir reden von der Entzündungshemmung. Das kann das inhalative Cortison sein, das kann bei den ganz kleinen Montelukast sein. Montelukast ist eine Tablette. Für die ganz kleinen gibt es das auch als Granulat, kann man in Joghurt, Pudding, Brei reinrühren. Man kann es als Kautablette verabreichen, schmeckt nach Wildkirsche. Die Kinder lieben das. Und es ist ein Präparat, das man wunderbar, gerade wenn noch nicht die Inhalation so machbar ist, einsetzen kann. Einziger Aspekt, an den man denken sollte beim Montelukast, es gibt durchaus mal Fälle, wo die Kinder davon schlechter schlafen, aber die Lösung ist ganz einfach, dann setzt man es ab und wechselt auf das inhalative Cortison. Beim inhalativen Cortison gibt es Inhalationshilfen, das heißt, sie kriegen schon bei zweijährigen Kindern es hin, mit einem sogenannten Spacer sehr, sehr gut diese Wirkstoffe in die Lungen zu bekommen. Dann hier kann eosinophiles Asthma nur mit beispielsweise Fosterpräparat erfolgreich behandelt werden, ohne weitere eosinophile Nebenerkrankungen zu erlangen. Also das eosinophile Asthma behandelt man klassischerweise wie Asthma. Erst wenn diese Therapie nicht funktioniert, dann reden wir vom schweren Asthma und dann kommen die Biologika ins Spiel. Das heißt, man kann mal ganz grob sagen, sicherlich 80% der Menschen, die an eosinophilem Asthma leiden, haben eine Asthmatherapie mit einem Spray, mit einem Pümpchen, ob das Foster ist, ob das Symbicort ist, ob das Bufori ist, ob das Duaklir. Nehmen Sie das, was für Sie passt, die zur Beschwerdefreiheit führt. Und diese Therapie, die zur Beschwerdefreiheit führt, kann man dann auch so beibehalten oder man kann sie sogar, wenn komplette Beschwerdefreiheit besteht, mal reduzieren. Nur dann ist gar keine Erfordernis da für ein Biologikum. Das gibt man dann, wenn unter der maximalen inhalativen Therapie die Beschwerden nicht in den Griff zu kriegen sind. Dann sind wir beim Biologikum. Dann hat eine Dame eine Frage zu einer Biologika-Einnahme, die nehme ich zum Professor Taube rüber, also die geht nicht verloren. Jetzt zwei Fragen zu Thema Hyposensibilisierung. Kann es sein, dass ich nach einer Hyposensibilisierung, durch die eine asthmatische Reaktion beseitigt wurde, spätere Nahrungsmittelunverträglichkeit entwickelt? Und die zweite Frage dazu, auch Notfall bei Allergie-Pricktestung. Ich hatte einen schweren Asthmaanfall, wie lässt sich das verhindern? Also bei der Hyposensibilisierung ist es in der Regel so,
wenn Sie sehr gezielt vorgehen können, das heißt, wenn jemand eine Gräserallergie hat und nur die, dann haben Sie eine Erfolgsquote von 80% bei der Hyposensibilisierung. Wenn jemand auf Hausstaubmilben reagiert, ist die Erfolgsquote 50%. Wenn jemand auf Katze reagiert, ist sie bei 10%. Das heißt, Sie merken schon, die Erfolgsquoten unterscheiden sich sehr davon, wogegen ich überhaupt vorgehe. Und wenn jemand gegen sehr viele verschiedene Allergene reagiert, ist auch die Erfolgsquote immer geringer, weil man manchmal auch gar nicht das trifft, was die Hauptbeschwerden verursacht hat. Und so ist es eben auch bei der Nahrungsmittelallergie. Ein Mensch, der dazu neigt, auf äußere normale Reize mit einer Allergie zu reagieren, hat das in sich. Das heißt, die Hyposensibilisierung hat vielleicht die Gräserpollenallergie verbessert, aber dann kommt eben eine andere Unverträglichkeit dazu. Das ist nicht im Zusammenhang mit der Hyposensibilisierung aufgetreten, sondern der Mensch hat einfach die Neigung, auf vieles zu reagieren und dann ist eben was Neues dazugekommen. Die zweite Frage, Notfall beim Pricktest, eine Rarität, denn der Sinn des Pricktests ist gerade dadurch, dass er so schonend ist, solche Notfälle zu vermeiden. Man würde dann zum einen ganz schnell ein Cortisonpräparat geben, entweder als Spritze oder als Tablette, und man würde ein Spray geben, um die Atemwege zu erweitern. Und man muss natürlich erstmal warten, ungefähr 2 Stunden, ob nichts wieder auftritt. Gut, letztes Thema bei Ihnen jetzt. Thema Peak Flow. Bei welchen Peak Flow Werten muss man zum Arzt gehen, ist die eine Frage. Die zweite Frage ist spezifischer. Mein Peak Flow ist, meine früheren Werte waren 380 und jetzt habe ich 350. Ist das noch okay? Ja, also der Peakflow-Wert ist ja ein Wert, der misst, wie viel Liter pro Sekunde ich ausstoßen kann mit einem ganz festen Stoß. Der Wert schwankt schon dadurch, dass die Methode nicht so sehr verlässlich ist. Wie fest Sie da stoßen, das müssen Sie selber, das können Sie beeinflussen. Damit haben wir also schon eine sehr große Unschärfe in diesem Wert. Dann muss man sich klar machen, dass wir bei den Normwerten das Alter, das Geschlecht und die Körpergröße einbeziehen. Das heißt, ich kann Ihnen gar nicht sagen, ob ein Peakflow-Wert von 380 normal ist. Wenn Sie 1,60 sind, ist das sogar überdurchschnittlich. Wenn Sie 1,90 sind, ist das zu wenig. Bedeutet, die individuellen Werte kann eigentlich nur Ihr behandelnder Arzt festlegen, indem er sich die Lungenfunktion einmal anschaut, die gut gemacht ist, und dann schaut, wo ist denn Ihr Normwert, und 80% davon sind immer noch normal. Also wenn Ihr Normwert 380 wäre, dann wären 350 noch normal, weil Sie gerade nur 10% unter dem Normwert liegen. Und erst wenn es 20% niedriger ist, dann würde man sagen, da sollte man darauf reagieren. Und in der Regel macht man das so, dass man beim Peakflowmeter so kleine Schieberegler einstellt, die wie so eine Ampel aussehen, die einen grünen Bereich, einen gelben Bereich und einen roten Bereich markieren. Und diese legt man dann gemeinsam mit der Ärztin und dem Arzt fest. Und der rote Bereich ist der, wo man sich meldet. Der gelbe ist der, wo man vielleicht reagiert, indem man seinen Bedarfsmedikament nimmt, und der grüne Bereich ist der, in dem man sorglos weitermachen kann. So, ja, vielen Dank, Herr Dr. Desseo. Ich habe jetzt noch 2 Fragen zum Thema Biologika, die nehme ich zu Professor Taube rüber. Da sind Sie auch sehr gut platziert. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag, und ich würde jetzt Professor Taube bitten, mit seinem Vortrag zu beginnen. Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite aus ein guten Morgen. Sie haben ja jetzt schon einiges über das Asthma und insbesondere über das schwere Asthma gehört. Aber Herr Desseo hat ja auch schon angesprochen, dass es da andere Erkrankungen im Bereich der Lunge gibt, die sogenannte COPD, die im Wesentlichen induziert wird durch das inhalative Zigarettenrauchen. Und manchmal ist es auch ganz klar möglich, diese Erkrankungen voneinander abzugrenzen. Das hat Herr Desseo auch schon beschrieben, aber manchmal gibt es durchaus auch Überschneidungen, wo sozusagen Charakteristika von beiden Erkrankungen in der Lunge nachweisbar sind und dort halt auch auftreten, wo man sich dann halt Gedanken machen muss, wie man das behandelt und wie man das halt auch am besten behandelt. Ne? Wir haben sozusagen ja hier die Lunge nochmal dargestellt, und auf der rechten Seite sehen Sie sozusagen nochmal eine Darstellung der Atemwege. Und das ist ja so, dass die Luftröhre sich teilt in die Hauptbronchien und dann weiter teilt in viele, viele kleine Atemwege, die dann sich weiter aufzweigen, und die zweigen sich bis zu 26 Mal auf. Also Sie sehen schon, das ist ein sehr, sehr klein verästeltes Netz. Wo sie dann halt viele, viele Atemwege haben, die dann da aber auch sich verengen können und im Rahmen der Erkrankung dann Beschwerden
machen können. Ne? Und da ist es sozusagen nochmal wichtig, auch wenn Sie dann in ärztlicher Behandlung sind, gerade wenn Sie zum ersten Mal da zu einem Kollegen gehen, dass da nochmal ganz genau nachgefragt wird, wann haben denn die Beschwerden begonnen, dass man da sich nochmal die Zeit nimmt, die medizinische Vorgeschichte durchzugehen. Wie lange bestehen die denn schon? Hatten Sie in der Kindheit schon Beschwerden? Ist das vielleicht in der Jugend dann weniger geworden, später mehr geworden? Oder haben Sie eventuell auch Kontakt zu irgendwelchen Auslösern, Irritantien oder Faktoren, die die Erkrankung schlimmer machen? Wie sieht es aus mit Ihren aktuellen Medikamenten? Allergien war schon angesprochen worden, ist ganz, ganz wichtig. Beruf auch, weil es durchaus Formen gibt, wo der Beruf die Erkrankung auslösen kann. Das Klassische dabei ist zum Beispiel das Bäckerasthma, wo der Kontakt mit dem Mehl dazu führen kann, dass man eine Sensibilisierung, also eine Allergie entwickelt und dadurch dann halt auch ein schweres Asthma. Und dann ist immer für uns ganz, ganz wichtig, wie häufig traten denn akute Verschlechterungen auf, dass sozusagen die Erkrankung akut schlechter wurde und dann zum Beispiel mit dem Cortison in Tablettenform, was ja die SEU da schon erwähnt hatte, behandelt werden musste oder gegebenenfalls auch mit einem Antibiotikum. Manchmal ist es einfach zu unterscheiden. Wenn ich Sie jetzt hier auch fragen würde, welcher von diesen Patientinnen oder Patienten hat ein Asthma und wer hat eine COPD, dann ist das relativ einfach zu beantworten. Auf der linken Seite ist die junge Dame mit der Hausstaubmilbenallergie, die halt ein Asthma hat. Auf der rechten Seite, das ist ein älterer Herr, der viele, viele Jahre über Lunge geraucht hat. Man sieht da schon den Schlauch, der dann halt auch die Sauerstoffzufuhr dort regelt mit der Sauerstofflangzeittherapie, der hat eine COPD. Aber in vielen Fällen ist das auch nicht so einfach zu unterscheiden. Und da ist es so, dass man da in den letzten Jahren doch gelernt hat, dass Asthma und COPD nicht zwei Erkrankungen sind, die komplett voneinander getrennt sind, sondern man hat sozusagen dort einen Bereich, wo man sozusagen die Patientencharakteristika von beiden Erkrankungen haben können. Ne? Und da ist es halt so ein Mischbereich, Graubereich, wo man sich dann halt fragen muss, sind das jetzt besondere Patienten? Müssen wir dort besonders darauf achten? Müssen wir denen auch einen besonderen Namen geben? Und da gab es eine Zeit lang auch die Initiative, diese Patienten gesondert zu benennen. Da gibt es diesen Begriff ACOS, also Asthma-COPD-Overlap-Syndrom. Aber das muss man sagen, das hat man verlassen, diesen Weg, weil man hat herausgestellt, dass das auch sehr, sehr viele unterschiedliche Formen sind, unterschiedliche Wege, wie man dorthin kommt und das nicht in einer klaren auch Behandlungsempfehlung mündet. Und deswegen würde man eigentlich dann eher sagen, man, der Patient hat ein Asthma, aber die und die Kriterien dabei, der Patient hat eine COPD oder die und die Kriterien dabei, die dann eventuell auch Komponenten der COPD oder des Asthmas enthalten können. Und das will ich Ihnen einmal probieren, etwas näher zu bringen. Es ist ja so, Asthma ist eine sehr häufige Erkrankung. Wir gehen davon aus, dass ungefähr, ja, 5% der Kinder an einem Asthma leiden. Und das ist auch die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter. Aber wir gehen auch bei Erwachsenen dazu aus, dass wir mehrere Millionen Asthma-Patienten hier alleine hier in Deutschland haben. Weltweit wird das auf ungefähr 340 bis 360 Millionen Patienten geschätzt, die an einem Asthma leiden. Und da ist es natürlich klar, dass nicht jeder Patient gleich ist, sondern dass wir unterschiedliche Asthmaformen haben, die sich dann darstellen können. Eine ganz einfache klassische Unterscheidung ist Patienten, die eine relevante Allergie haben, wie vorhin schon gesagt, zum Beispiel die Katze, die Hausstaubmilbe oder dann Baum- oder Gräserpollen. Oder Patienten, die ein Asthma haben können, ohne Nachweis einer Allergie. Die haben also eine ähnliche Entzündungsreaktion, aber wir können keine Allergie nachweisen. Dann gibt es Patienten, die früh mit einem Asthma erkranken, also schon im Kindesalter, das Early-Onset-Asthma. Es gibt Patienten, die später im Leben erst, zum Beispiel ab dem 30., 40. Lebensjahr, zum ersten Mal an einem Asthma erkranken mit einem Late-Onset-Asthma. Und das sind unterschiedliche Verlaufsformen. Wir haben das berufsbedingte Asthma, wir haben verschiedene schwere Formen des Asthmas. Also Sie sehen schon verschiedene unterschiedliche Phänotypen des Asthmas, die nachweisbar sind. Und das ist sozusagen auch eine Herausforderung heutzutage bei uns in der klinischen Tätigkeit, dass wir dann die Patienten gut beschreiben und dementsprechend halt auch die richtige Asthmaform dort
identifizieren. Das Zweite, was wir beim Asthma häufig sehen, sind strukturelle Veränderungen in den Atemwegen. Und das ist jetzt hier mal so ein Schnitt durch einen Atemweg in einem Präparat aus der Lunge von Menschen, die verstorben sind, auf der linken Seite von jemandem, der keine Lungenerkrankung hatte. Da sieht man hier sehr schön den Atemweg und darum liegend dann das Lungengewebe. Und Sie sehen dort die Zellen, die den Atemweg auskleiden, die Epithelzellen. Sie sehen, der Atemweg ist frei, da ist nichts drin und darunter liegen etwas Muskeln. Dann auf der rechten Seite dann der asthmatische Atemweg. Da sehen Sie schon mal, der ist komplett verlegt durch Mukus, durch Schleim, durch Sekret. Plus, da sind dann halt die Zellen, die die Atemwege auskleiden, komplett verändert, weil die vermehrt Schleim produzieren. Und darunter sehen Sie dann eine dicke Schicht an glatten Muskeln, also Muskeln, die um die Atemwege herum sind. Und die Asthmatiker sind häufig echte Bodybuilder in Bezug auf ihre Atemwegsmuskulatur, die aber dann halt die Atemwege erheblich verengt. Das bedeutet, die Charakteristika, und das ist so ähnlich, wie Herr Diseo das vorhin schon gezeigt hat, ich zeige Ihnen das jetzt mehr von der morphologischen Seite, also von der Seite, wie sich das sozusagen dort darstellt. Wir haben also eine Atemwegserkrankung mit einer Verdickung dann der Atemwegsmuskulatur. Wir haben die Sekret in den Atemwegen. Wir haben die Entzündungsreaktion und da haben Sie schon gehört, die eosinophilen Granulozyten, also diese rot gefärbten Zellen, die dort eine wichtige Rolle spielen. Wir haben variable Beschwerden, wir haben anfallsartige Beschwerden und wir haben halt Auslöser, die halt auftreten können. Bei der COPD ist das etwas anders. Bei der COPD ist es so, dass die Lunge geschädigt wird durch Giftstoffe, die sie einatmet. Das ist in unseren Breitengraden im Wesentlichen das inhalative Zigarettenrauchen. Und dort kommt es dann zu einer Entzündungsreaktion, die etwas anders aussieht als beim Asthma. Da sind andere Zellen zu finden und es sind im Wesentlichen die ganz kleinen Atemwege, die dort betroffen werden. Das ist hier einmal dargestellt. Und das Zweite, was dann passiert bei der COPD, ist, dass dann Lungengewebe zugrunde geht. Das geht kaputt. Und dort entstehen dann große Blasen in der Lunge. Und das ist auf der rechten Seite einmal dargestellt. Das ist eine Lunge, die dann halt einmal durchgeschnitten ist. Und da sehen Sie große Hohlräume drin, die im Wesentlichen diese Blasen sind. Und das nennt sich Emphysem, also Veränderungen in der Lunge, die dort nachweisbar sind. Und ganz, ganz ausgeprägt, wenn jemand ganz, ganz schwer in der COPD erkrankt ist, kann das so aussehen. Das ist also eine komplette Lunge auf der linken Seite von einem Patienten mit einer COPD und die ist einmal dann sozusagen durchgeschnitten. Da sehen Sie halt massive, große Blasen, die da drin sind. Da ist eigentlich beinahe das gesamte Lungengewebe kaputt und dass die nicht mehr gut funktioniert. Das ist sicherlich für alle nachvollziehbar. Ne? Das bedeutet, wir haben also bei der COPD die Situation, dass dort Atemwege und Lungengewebe betroffen sind. Wir haben in der Entzündungsreaktion Neutrophil, also andere Zellen. Wir haben mehr eine stabile Beschwerdesymptomatik und wir haben langsames Fortschreiten der Erkrankung, also nicht so sehr die Variabilität. Nun ist es aber so, dass wir dann halt in weiteren Tests probieren können, diese Erkrankung voneinander abzugrenzen. Und da haben wir zum einen die sogenannte Diffusionskapazität. Das ist so ein Test, wo Sie zwei Gase einatmen, die müssen die Luft für 10 Sekunden anhalten und das misst dann halt die Sauerstoffaufnahme über die Lunge. Und was wir dann halt sehen, gerade bei der COPD, ist, dass das deutlich vermindert ist, weil halt das Lungengewebe zerstört ist und die Möglichkeit, dann Sauerstoff über die Lunge aufzunehmen, deutlich erniedrigt ist. Und dann einen zweiten Test, der ganz, ganz wichtig ist, ist das exhalierte NO. Das hat der Herr Diseo auch schon genannt. Das ist etwas, was wir gerade im Rahmen von asthmatischen Entzündungsreaktionen sehen, dass diese Werte hochgehen und dann durch ein einfaches Gerät, in das man hineinpustet, nachweisbar sind. Nun haben wir, wie schon gesagt, auch gemischte Formen. Das bedeutet, Patienten zum Beispiel, die ein Asthma haben, die dann zusätzlich rauchen, entwickeln sehr viel häufiger dann auch eine zusätzliche COPD, also Charakteristika einer COPD, wie zum Beispiel dann ein Lungenemphysem, aber auch Patienten, die eine COPD haben oder entwickelt haben und parallel auch eine Allergie haben, die haben dann häufig auch asthmatische Merkmale mit dann dabei. Ne? Das bedeutet, dass dann auch wieder bestimmte Zellen, die Eosinophilen bei diesen COPD-Patienten vermehrt sind, dass eine vermehrte Variabilität da ist und dass auch vermehrt akute Anfälle auftreten können. Und das ist sozusagen etwas, was man probiert herauszufinden. Und das sind sozusagen die beiden Parameter,
die uns dabei helfen. Das ist einmal die Messung von Blutzellen und die Messung insbesondere dann der eosinophilen Granulozyten im Blut. Das ist eine ganz einfache Blutabnahme. Das ist ein sogenanntes Differentialblutbild. Was macht man da? Da guckt man sich die verschiedenen Zellen im Blut an. Und da kann man dann die Anzahl der eosinophilen Granulozyten messen. Und das kann ein Signal sein für eine dann asthmatische Entzündungsreaktion. Und das zweite ist das FeNO. Das ist hier noch einmal dargestellt, hier, dass das in den Atemwegen gebildet wird, wird besonders stark gebildet bei Patienten mit Asthma bronchiale. Und das können wir halt in der Ausatemluft dann messen und erfassen und dementsprechend auch die Patienten so charakterisieren. Und dann haben wir halt die Möglichkeit, dort mit verschiedenen Biologika einzugreifen. Herr Diseo hat die schon genannt. Ne? Das Wichtige ist das Omalizumab, das Dupilumab, Benralizumab, Mepolizumab. Das sind die, die heutzutage in der Klinik eingesetzt werden. Und die greifen dort ganz spezifisch in diese Entzündungsreaktion rein. Und da ist es so, dass die für das Asthma bereits schon etabliert sind. Und es gibt jetzt neuere Daten, dass einige von denen auch bei Patienten mit COPD wirken, die asthmatische Merkmale haben. Und das wird weiter noch gerade in größeren klinischen Studien untersucht. Und da warten wir darauf, dass gegebenenfalls diese Medikamente auch für diese Behandlung dann zugelassen werden. Ne? Sodass ich das einmal zusammenfassen möchte, dass Asthma und COPD prinzipiell unterschiedliche Erkrankungen sind. Aber gerade beim Asthma haben wir halt verschiedene Phänotypen durch die hohe Anzahl der Patienten. Wie gesagt, bei der COPD mehr die Zerstörung auch vom Lungengewebe. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, dieses voneinander abzugrenzen mit der Anamnese der Lungenfunktion, Bildgebung, Labor. Da kann man das dann probieren, dann zu unterscheiden. Wichtig ist das noch in Bezug auf die medikamentöse Therapie. Herr Deseo hat das schon gesagt. Beim Asthma steht die antientzündliche Therapie, also die Therapie mit inhalativem Cortison, ganz, ganz weit vorne. Bei der COPD ist es mehr Erweiterung der Atemwege, aber es gibt halt auch die Charakteristika von beiden Erkrankungen in einem Patienten. Und da hat sich gezeigt, dass die Klassifikation ACOS, die mal verwendet wurde, die ist nicht hilfreich. Aber was man machen sollte, ist unbedingt die eosinophilen Granulozyten im Blut zu messen, gegebenenfalls auch das FeNO. Und dann, wenn halt so ein asthmatisches Signal mit dabei ist, dann sollte man auch antientzündlich dann behandeln und die Patienten einer entsprechenden Therapie zukommen lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Fragen. Ja, vielen Dank, Professor Taube, für den Vortrag. Ich fange gleich an und nehme einfach die Frage aus der vorigen Fragerunde mit rüber. Die Fragestellerin hat zwar einen Produktnamen genannt, aber das ist ein verschreibungspflichtiges Mittel, den wir hier wegen dem Heilmittelwerbegesetz nicht nennen dürfen. Ich nenne den Wirkstoff. Die Dame bekommt Mepolizumab seit 4 Monaten. Und fragt jetzt, muss der Phenowert da nicht zurückgehen und wie rasch sollte er zurückgehen? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und da wird es nun etwas komplexer. Es ist so, dass wir halt mit diesem Biologika ganz speziell in die Entzündungsreaktion eingreifen, aber wir greifen an verschiedenen Stellen in die Entzündungsreaktion ein. Mit dem Mepolizumab ist es so, dass sie die Anzahl der eosinophilen Granulozyten deutlich reduzieren. Und da ist es paradoxerweise so, dass am Anfang häufig der FeNO-Wert gleich bleibt oder sogar noch ein bisschen ansteigt. Das ist jetzt nicht schlimm, sondern ganz, ganz wichtig ist erstmal, dass sie sich darunter besser fühlen. Und das andere ist sozusagen nur ein Laborwert, der misst im Wesentlichen die Funktion der Zellen, die die Atemwege auskleiden, des Epithels. Und das ist nicht sofort durch die Mepolizumab-Therapie beeinflusst, aber die Symptomatik kann sich schon relativ schnell deutlich verbessern, auch wenn der FeNO-Wert noch erhöht bleibt. Da sollte man sich nicht durch beunruhigen lassen, sondern sehr viel mehr im Vordergrund steht, wie sie sich fühlen unter der Therapie. Dann nochmal zu den FeNO-Werten. Wie hoch sind die FeNO-Werte im normalen Bereich? Ab wann ICS und ab wann könnte man sie wieder weglassen? Ja, das ist jetzt nicht so einfach. Es ist so, wenn Sie die Diagnose eines Asthmas haben, dann ist immer die Grundlage der antientzündlichen Therapie und dann orientiert man sich eher an der Symptomatik als an dem FeNO-Wert.
Wenn wir den FENO-Wert nehmen, sagen wir ab 20 ppb, das ist die Einheit dafür, Parts per Billion. Ab 20 ppb sagen wir, der FENO ist etwas erhöht, ab 50 ist er deutlich erhöht. Aber es ist nicht so, dass wir von vornherein sagen können, je höher der FENO-Wert, desto schwerer ihr Asthma, sondern das ist für jeden Patienten individuell ein Maßstab, wie die Entzündung aktuell reguliert ist. Wir haben durchaus Patienten mit leichtergradigem Asthma, die sehr hohe FENO-Werte haben, und wir haben Patienten mit schwerem Asthma, die nicht so hohe FENO-Werte haben. Deswegen sollte man sich bei der Steuerung der inhalativen Cortisonpräparate nicht alleine an dem FENO orientieren, sondern man sollte lieber gucken, wie häufig treten Beschwerden auf, wie häufig muss ich dann auch Bedarfsspray verwenden. Und das ist sehr viel wichtiger, um die Steuerung der medikamentösen Therapie vorzunehmen. Wenn eine Kollegin von Ihnen fragt, können auch Biologika eingesetzt werden, wenn die Nebenwirkungen der üblichen ICS und LABA und LAMA nicht vom Patienten toleriert werden? Ja, also es ist so, dass die Biologikatherapie relativ teuer ist im Vergleich zu der inhalativen Therapie. Und es ist so, dass es auch bekannt ist, dass zum Beispiel dann die inhalativen Steroide durchaus mal die Stimme etwas verändern können. Es kann durchaus mal sein, dass eine Pilzinfektion im Mund auftritt. Und man muss halt sehr, 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 sehr gute Argumente haben, wenn man komplett ohne inhalative Therapie die Patienten auf ein Biologikum einstellt, weil da gucken halt auch die Kostenträger, die Krankenkassen ganz genau da drauf. Da lohnt es sich sicherlich, da nochmal auch in eine spezialisierte Ambulanz zu gehen und sich da dann einen Rat oder auch eine Absicherung zu holen. Aber eigentlich ist es so, dass eine Voraussetzung für den Einsatz vor der Biologika ist, dass die Patienten eine hochdosierte inhalative Therapie erhalten, also hochdosiert ihre Sprays einnehmen und trotzdem noch Beschwerden haben und akut schlecht werden. Und dann hat man die Möglichkeit, die Therapie weiter zu verstärken mit dem Biologikum. Dann kann bei Asthma mit leichter Emphyse durch erfolgreiche Asthmatherapie und Rauchfreiheit das Fortschreiten der Emphyse verhindert werden. Ja, also da ist es so, dass bei der COPD und dem Emphysem, was Sie dort gesehen haben, ist ganz, ganz wichtig ist, dass der wichtigste Treiber des Emphysems das weitere Rauchen ist. Wir wissen ganz genau, dass die Menschen, die weiter rauchen, deutlich schneller Lungenfunktion verlieren, das Emphysem weiter fortschreitet, die Zerstörung immer weiter zunimmt. Und das Einzige, was dort hilft, ist wirklich mit dem Rauchen aufzuhören. Weil wir wissen, wenn die Patienten Medikamente nehmen, gute Medikamente nehmen, wirksame Medikamente nehmen, das hat keinen Einfluss auf den Verlust an Lungenfunktion und weitere Entwicklung des Emphysems. Und deswegen unbedingt mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist der aller wichtigste zentrale Schritt, um dann das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Dazu direkt die Frage, kann sich zerstörtes Gewebe in der Lunge nach Rauchstopp wieder erholen? Nein, das wissen wir sehr, sehr gut. Bisher haben wir keine Möglichkeit, das, was dort kaputt gegangen ist, zu regenerieren. Was die Patienten aber häufig beschreiben, ist, dass also zum einen Husten und Auswurf im längerfristigen deutlich besser wird, nachdem man mit dem Rauchen aufgehört hat. Man vermeidet eine weitere Zerstörung, also der Verlust über die Lungenfunktion, der Verlust an Lungenfunktion wird deutlich geringer, und man hat meistens einen kleinen Zugewinn an Lungenfunktion. Aber diese Veränderungen, die Sie dort gesehen haben, die bilden sich nicht mehr zurück. Deswegen ist es halt auch wichtig, so früh wie möglich mit dem Rauchen aufzuhören. Kann man nur noch mal wirklich darauf hinweisen, ich möchte darauf noch mal hinweisen, dass gestern der Weltnichtrauchertag war. Also deswegen passt das vom Thema auch sehr gut. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Dann kann man unter Dauerkortisongabe, also wahrscheinlich dauerhafter Kortisongabe, das eosinophile Wert rausfiltern. Also es ist so, dass die Gabe des Cortisons über die Lunge, also das Einatmen, das Inhalieren des Cortisons, das hat schon einen Effekt auf die Eosinophilen im Blut. Die reduziert die Werte etwas. Das Cortison in Tablettenform reduziert die Werte erheblich. Aber das Cortison in Tablettenform hat wirklich viele, viele Nebenwirkungen. Das wirkt wundervoll. Dem Patienten geht es gut, aber zu einem wirklich hohen Preis. Da kann sich dann eine Knochenentkalkung entwickeln, eine Osteoporose. Häufig haben die Patienten dann nachher Brüche
gerade in der Wirbelsäule, die ganz, ganz schmerzhaft sind. Die haben Hautveränderungen, die kriegen einen grauen Star, die können eine Diabetes mellitus, also eine Zuckererkrankung, entwickeln. Deswegen ist das Cortison in Tablettenform oder auch als Depotspritze, das ist keine Lösung. Zum Inhalieren, zum Einatmen ist das sicher. Aber als Tablettenform, das muss man halt wirklich gucken, haben wir da nicht andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Biologika, die wir dann einsetzen können? Dann hier hat jemand ein gut eingestelltes Asthma, aber auch Allergien gegen sehr viele Nahrungsmittel, zunehmend Schluckprobleme saisonal im Frühjahr und Frühsommer. Reicht das als Indikation für Biologika-Einsatz? Also für das Asthma nicht, das muss man ganz klar sagen, aber hier sollte man nochmal nachschauen. Aktuell sind die Biologika noch nicht für die Nahrungsmittelallergien zugelassen. Aber wenn Sie insbesondere Schluckbeschwerden haben, dann sollte man sich noch mal ganz genau die Speiseröhre anschauen. Da ist in den letzten Jahren doch ein anderes Krankheitsbild so ein bisschen in den Fokus gerückt. Die sogenannte eosinophile Ösophagitis. Über Eosinophile haben Sie heute schon ganz viel gehört. Das sind diese roten Entzündungszellen. Und die können sich auch in der Speiseröhre ansammeln. Und dann halt gerade Schluckbeschwerden machen. Und da dann halt auch wirklich zu erheblichen Beschwerden führen. Und da sollte man mal eine Magenspiegelung, dann auch mit Spiegelung der Speiseröhre machen und dort Proben nehmen, kleine Proben entnehmen, um zu gucken, ob da eine ausgeprägte eosinophile Entzündungsreaktion vorhanden ist, also viele von diesen Zellen dort nachweisbar sind. Dann kann es durchaus sein, dass sie sich für eine Biologikatherapie qualifizieren. Ja, zur eosinophilen Ösophagitis haben wir am 11. Mai einen DigiPad gemacht, den man sich jetzt übrigens über YouTube anschauen kann. Dann, inwiefern spielen Bronchienektasen bei schwerem Asthma eine Rolle? Ja, Bronchiektasen, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Atemwege sich etwas ausweiten. Die vergrößern sich und dadurch ist es so, dass sich dort Bakterien ansammeln können. Und Patienten mit Bronchiektasen haben häufig die Symptome, dass sie sehr viel Husten haben, sehr viel Sekret, sehr viel Schleim abhusten und dass sich in diesem Sekret häufig dann Bakterien einnisten können, die dann immer wieder Infektionen und akute Verschlechterung hervorrufen können. Wir wissen durchaus, dass bei Patienten mit Asthma Bronchiektasen auftreten und gerade bei Patienten mit schwerem Asthma sollte man unbedingt einmal ein CT, ein Schichtröntgen der Lunge machen, um zu gucken, ob dort Bronchiektasen nachweisbar sind, ob die zu finden sind. Weil dann bedeutet das, dass man dort vermehrt auch Maßnahmen einsetzen muss, die dieses Sekret mobilisieren, damit die Patienten das abhusten können. Da gibt es zum Beispiel die Inhalation mit Kochsalzlösung, mit hochprozentiger Kochsalzlösung, die da dann zu führen, dass man das Sekret aus der Lunge rausgeholt wird oder abgehustet werden kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen bei schwerem Asthma unbedingt einmal ein CT machen lassen, damit man gucken kann, ob Bronchiektasen vorliegen, weil man da dementsprechend auch behandeln müsste. Dann die Frage, was sind Kriterien, ein funktionierendes Biologikum eventuell auf ein spezifischeres zu wechseln? Also da geht es ganz klar die Maßgabe, dass wir bisher keine vergleichenden Studien haben von den Biologika, die sagen, das eine Biologikum ist besser als das andere, sondern wir orientieren uns danach, wie geht es dem Patienten. Und wenn jemand eine Biologikatherapie erhält und dem geht es gut darunter, der ist stabil, dann muss das auch nicht gewechselt werden. Dann halten wir uns immer an den Grundsatz, never change a winning system. Also wenn das gut funktioniert, sollte man das nicht verändern, weil man kann nicht sagen, die anderen Biologika sind genauer, die sind spezifischer oder haben weniger Nebenwirkungen. Das ist nicht der Fall. Die sind alle sehr sicher. Wir sehen kaum Nebenwirkungen unter der Biologika-Therapie. Und wenn sie damit gut eingestellt sind, gibt es keine Notwendigkeit, das in irgendeiner Art und Weise jetzt zu verändern. Dann muss ein inhalatives Cortison vor der Diagnostik eines eosinophilen Geschehens abgesetzt werden. Nein, nein. Also da ist es so, wenn Sie unter niedrig dosierter oder mitteldosierter inhalativer Cortisontherapie gut eingestellt sind, dann braucht es auch nicht ein Biologikum und braucht es auch nicht die weitere Diagnostik, um die Eosinophilen dann nachzuweisen. Wenn Sie aber regelhaft orales Cortison nehmen und es Ihnen, geht Ihnen nicht gut und unter dem oralen Cortison, also Cortison in Tablettenform, sind keine Eosinophilen nachweisbar,
dann sollte man probieren, diese Therapie einmal kurz zu unterbrechen. Das sollte man nicht alleine machen. Zum Beispiel, wenn die jetzt eine Dosis haben von 10 oder 15 Milligramm, einfach das absetzen. Das sollte man auf keinen Fall machen, weil dann halt die Nebennierenrinde durchaus in Probleme kommen kann und sie auch in Probleme kommen können, sondern das sollten sie mit ihrem Arzt besprechen, ob man zum Beispiel sagt, wir setzen mal einen Tag aus und messen am nächsten Tag dann die Eosinophilen im Blut. Das kann man durchaus machen. Und manchmal reicht das schon aus, um ein sogenanntes eosinophiles Asthma dann auch zu entdecken. Dann letzte Frage dazu mal. Komplex ist die Ernährung bei Asthma. Ist sie effektiv oder ist sie überhaupt von Bedeutung? Welche Rolle spielt Ernährung? Also Ernährung ist es so, dass wir empfehlen eine ausgewogene Ernährung, wo sie alle Bestandteile, sowohl Proteine als auch Kohlenhydrate als auch Fette, in ausgewogener Art und Weise mit dabei haben. Da gibt es jetzt keine wichtigen Komponenten, wo Sie sagen müssen, das müssen Sie unbedingt meiden oder das nicht. Wichtig ist natürlich bei Allergikern zu schauen, auf welche Nahrungsmittel reagieren Sie gegebenenfalls allergisch oder haben Sie eventuell eine Kreuzallergie, die sollten Sie dann natürlich nicht regelhaft einsetzen. Was wir aber wissen, ist, dass natürlich auch Gewicht beim Asthma eine Rolle spielt, dass also deutliches Übergewicht dann auch das Asthma verstärken kann oder die Leute dann vermehrt Beschwerden haben. Und deswegen sollte halt auf eine adäquate, ausgewogene Ernährung geachtet werden. Aber da gibt es keine Notwendigkeiten, irgendwas ganz spezifisch zu machen. Gut. Lieber Professor Taube, herzlichen Dank für Ihre vielen Antworten auf die vielen Fragen. Dann noch den Hinweis, bitte füllen Sie, wenn Sie rausgehen, jetzt den Fragebogen ab, den Feedback-Fragebogen. Daraus können wir dann lernen, was wir besser machen können. Wir können lernen, was Sie weiter interessiert. Sie können gerne auch den Newsletter, auch da gibt es den Link bei den Downloads, beim Chat, abonnieren und auf der aktuellen Informationsebene bleiben. Dann, wir freuen uns auf den nächsten DigiPad-Spezial. Da geht es jetzt gerade vor der Sommerzeit ganz wichtig, Allergie auf Insektengift, Diagnosetherapien, Anaphylaxien vorbeugen. Also da geht es darum, ab wann ist denn eine Reaktion auf einen Insektengift Stich allergisch? Das kann wirklich gefährlich werden, wenn es zum anaphylaktischen Schock führt oder eben nicht. Also dieser DigiPad ist am 6. Juli. Den Anmeldelink finden Sie auch im Chat oder auf unserer Seite bei Mein Allergieportal. Da gibt es den Kasten DigiPad. Da können Sie sich auch eben entsprechend anmelden. Und ja, damit sind wir durch. Ich darf mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme an unserem heutigen DigiPad bedanken. Vielen Dank auch an Dr. Desio und Herrn Professor Taube. Vielen Dank auch an den EDA für die Unterstützung wieder. Und ein ganz herzliches Dankeschön an GlaxoSmithKline und Sanofi für die Unterstützung. Last not least, Dankeschön auch an unseren Techniker Michael Weidbrecht von Service für die gute technische Betreuung. Ja, dann würde ich mich freuen, Sie beim nächsten DigiPad wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen trotz des miesen angesagten Wetters, nehmen Sie einen Regenschirm mit, gehen Sie trotzdem raus an die frische Luft, atmen Sie frisch durch, erfrischen Sie Ihre Atemwege. Ich wünsche Ihnen dann ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.